Ey. Ups, Josh? Du hast den Orden bekommen, was? Ewigengenau ist ja nicht so. Ewigengenau. Ewigengenau ist der nächste Ort, der eine Arena hat. Meine Güte, das ist ja auch so schwierig. Habe ich recht? Ich bin zur Route 207 gegangen, das heißt nicht wirklich gegangen. Ohne ein Fahrrad kommst du da gar nicht hin. Aber dort habe ich zusammen mit meinem Team vier Kämpfer zu tragen. So sind wir stärker geworden. Hat sich gelohnt. Okay, ich sollte nach Jubelstadt. Als nächstes steht der Orden von Ewigengenau auf meiner Liste. In 10 Sekunden sprinte ich los. 9. Welche Zeit zu zählen. Alles klar. Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Pokémon Randomizer Nuzlocke. In der Platin Edition. Mir ist aber noch was eingefallen. Da oben ist noch ein Item. Noch ein Fahrtboden. Und dann hüpfen wir gleich hier runter. Und hallo Bommelin. Und je nachdem würde ich es heute mal gucken, dass wir Tanja sogar erstmal nochmal in die Box legen. Also unser Kribotak. Weil wir haben zwei. Oh, Level. Du nennst ja gar kein Adressbuch dann eigen. Wie wird's da? Dabei gibt es im Keller des Pokémon-Centers auch eins umsonst. Es gibt in diesem Jubelstadt hier offenbar keine dunklen Gestalten. Deine Nachforschungen werden mich nun an einen anderen Ort tragen. Aber liebes, befreundetes Wesen, halte die Augen offen. Komische Subjekte können jederzeit auftauchen und muss gewappnet sein. Alles klar. So, jetzt wollte ich erst einmal gucken, ob wir da links die Angel kriegen oder ob das später war. Ich bin mir nicht sicher. Eine Angel ist gut. Weißt du dich auch? Jo. Ja, der hat sehr gute Antwort. Das wollte ich hören. Da wir nun befreundet sind, schenke ich dir diese Angel. Gut, das heißt, wir können ein Pokémon angeln. Wo immer du Wasser findest, versuche dein Glück mit Angeln. Nein, du musst mir nicht erklären, wer man angelt. Das heißt, wir sind hier vor 218. Haben hier ein Machtgewicht. Was war das jetzt nochmal? Wird bei einem Levelaufstieg maximal ein KP, sinkt aber die Initiative. Ich weiß, was wir machen. Blaze-Nick. Muss ganz schön drüber nachdenken. So. Dann benutzen wir hier die Angel und hoffen, dass wir was Cooles finden. Ich hatte gehofft, dass ich nicht registrieren muss. Dann gehen wir hier rüber. Letzter Versuch. Ansonsten gehe ich das mal weiter. Dann nehmen wir das auf. Okay. Da sagt uns irgendein übermächtiges Wesen, wir sollen hier noch nichts fangen. Hören wir mal drauf. Dann merken wir uns vor. Route 218 können wir noch Pokémon fangen. So, unser Team ist fit. Dann können wir eigentlich nach oben gehen. Dann hier geht es noch ewigen hin. Genau. Was muss ich da hören, Professor Eipel? Ihnen bleibt keine Wahl. Jetzt rücken Sie schon mit Ihren Forschungsergebnissen raus. Verlauf versteht sich. Für Ihr Fehlverhalten müsste sonst leider diese Person hier gerade stehen. Und das will doch keiner, oder? Was ist hier los? Ah, Dorsch, wie schön dich zu sehen. Wie geht's dem Pokédex? Oh, was sehe ich denn da? Den Horn der Arena von Erzeling. Aber hat sich dir dein erstes Pokémon nicht gerade erst gegeben? Als Trainer scheint wie für dich gemacht. Professor aller Pokémon, machen Sie jetzt doch nicht so schwer. Es geht hier ums Geschäft, verstehen Sie das? Unsere Arbeit, sonst nichts. Was ich damit sagen will, gehen Sie auf unsere Forderungen ein. Ruhe alle miteinander. Wieso muss ich mich nur mit euch abgeben? Zunächst solltet ihr euch einmal einige Lektionen für die Zukunft aneignen. Erstens, man lungert nicht einfach so an öffentlichen Plätzen herum. Zweitens, unterbrecht andere nicht mit dem Gespräch. Drittens, wenn etwas nicht nach Plan läuft, wird man nicht gleich frech. Viertens, nur weil ihr in einer Gruppe seid, seid ihr nicht stärker. Und fünftens, was habt ihr da nur für absurde Anzüge an? Geschmacklos. Herrje, sowas nennt sich Erwachsene. Kinder wachsen bloß hier zu solch. Also, das ist der. Kinder wachsen bloß hier zu solchen peinlichen Exemplaren heran. Natürlich mussten sie durch die Gürtellinie gehen. Jetzt wurde aus einer geschäftlichen Angelegenheit eine persönliche.
Wir fühlen uns gezwungen, unsere Kompetenz unter Beweis zu stellen. Sie werden es doch bereuen, Team Galactic beleidigt zu haben. Kinder, bitte bringt diesen Rohling etwas Anstand bei. Dosch, lass uns zusammenkämpfen. Lieben gern. Team Galactic also. Nein, das können. Okay. Könnte ja lustig werden. Ich bin raus. Wieso kommt mir schon wieder ein. Der Verreiser! Flug. Das war ein super Move von das hier. Da kümmern wir uns am Magneton. Walter, warum muss ich ausgerechnet jetzt ein Rayquaza kommen? Ja gut, Rayquaza hat sich erledigt. Rayquaza, eins meiner absoluten Lieblingslegendären-Pokémon. Ich glaube sogar mein absolutes Lieblings. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei den Legendären finde ich Rayquaza übelst geil. Dialga. Wen haben wir noch? Sunnydreich Level 13. Und Blaisnake Level 16. Wollen wir es versuchen? Ja, das war nein, danke. Und ich glaube, bei den legendären Deoxys finde ich noch lustig. Ich glaube, neue Generation. Nicht wirklich. Ja, gut, die sind ja cool, aber naja. Uns bleibt nichts anderes übrig. Fürs erste ziehen wir uns zurück. Dies tun wir nur, weil Team Galactic allen wohlgesonnen ist. Ja, ist klar. So eine Bande. Team Galactic haben sie sich genannt, richtig? Wenn Pokémon sich entwickeln, wird eine bestimmte Energie freigesetzt. Ich denke aber, diese mystische Kraft liegt weit außerhalb unserer Kontrolle. Team Galactic interessiert sich für das Potenzial, das jener Kraft innewohnt. Es möchte es gerne als Energiequelle für irgendwas einsetzen. Dosch, wusstest du, dass auch der Professor die Entwicklung von Pokémon studiert? Nein. Er sagt, dass 90% aller Pokémon auf die eine oder andere Weise mit Entwicklung zu tun haben. Wahrscheinlich wollten die Leute deshalb Professor Albers Forschungsergebnisse gewaltsam entwenden. Die Gefahr ist gebannt. Entspannt euch. Dank euch konnte die Situation entschärft werden. Vielen Dank. Übrigens hat mich eine Kampfeskunst sehr beeindruckt, Dosch. Ich muss ja nur ausbrechen. Außerdem bringt es mich auf eine Idee. Wieso sollst du dich alle Orden, die es in Sinnohs Arenen zu holen gibt? Dabei triffst du ohne Zweifel auf eine Unmenge an Pokémon. So füllen sich auch die Seiten des Pokédex immer weiter. Es wäre also für dich ein Abenteuer und für meine Forschung eine Hilfe. Natürlich ist dir das freigestellt. Das erste Pokémon in dem Pokédex hast du von mir erhalten. Es ist nun allein deine Entscheidung, was du mit beiden anstellst. So ganz dezent ausgedrückt. Ja, du hast alles dank mir. Oh, war das klasse. Wirklich sehr genug. Gut, Exzellenz. Oh, Entschuldigung, ich bin von Jubelstadt TV. Ich habe etwas für dich. Eine Belohnung dafür, dass ich mir diesen Wahnsinnskampf ansehen durfte. Ein Modekoffer. Juhu, er ist modisch. In diesem Modekoffer findest du hinreißend Accessoires und geschmacksvolle Kulissen. Statte deine Pokémon mit den Accessoires aus und sieh dir an, wie seine Ausstrahlung steigt. Der Fernsehsender stellt seine Räumschritten zur Verfügung, sodass Besucher dort ihre Pokémon ausstatten können. Man kann außerdem tolle Preise gewinnen. Besuche unseren Sender einfach mal. Nein, danke. Okay, hier waren sie den Gewitter an. Und hier haben wir Route 204. Ein neues Teammitglied. Hubbelupf. Ich habe ein paar Punkte mal trainiert, das ist aber Ewigkeiten her. Okay, wir schließen uns erstmal mit dem Tackle an. So. Ne, nicht Pokémon. Beutel.
Wir haben hier gleich noch einen Ort, wo wir einen Pokémon fangen können. Warte, wo war nicht ein Sonnenstein? Das interessiert mich jetzt gerade. Papunga. Nee, auf Level 27. Alles klar. Nee, ich würde sagen, wir machen. Nehmen wir uns Team auf. Dann schmeißt man Tanja erstmal. Wieder raus. Vorausgesetzt, es bleibt drin. Du scheiß Fifi! Komm, ich mache noch meinen Tackle. Wäre gut, dass ich dieses Hubelupf nur fangen wollte. Gerade läuft es nicht beim Fangen. Ein Lucky Punch, ja toll. Wieder ein spezifisches Item. Ich gehe mal neue Pokébälle kaufen. Superbälle können wir noch nicht kaufen, oder? Aber wir können Supertränke kaufen. So. Ja, das reicht jetzt erst einmal. Weil wir haben, wie gesagt, wir könnten jetzt ja noch auf 200 hier da drüben links auf der Route was machen, aber wir gehen jetzt hier erstmal noch ein bisschen ab, denn hier haben wir noch so ein, zwei Stellen, wovon wir aber an einer nichts machen können. Ledibar. Ich ärgere mich ein bisschen, dass da jetzt nichts ging vom Thema her fangen. Und ich hätte, wenn man das nächste Pokémon dafür jetzt findet, ist Metagross, Brutalander, all die geile Scheiße, und würde man beim ersten Versuch fangen. Naja. Hey du, ich will gegen dich kämpfen. Das braucht man noch mal momentan genug. Ich will das Kriegen-Track aber noch nicht trainieren. Haben wir noch keinen Boden-Pokémon? Ja, kein Eis-Pokémon. Ich muss es gleich. Ich lege es gleich mal Tackle auf erste Stelle. Das ärgert mich so ein bisschen. Ja, servus, danke, ciao. Ja, schön, dass er das seinem Vater gegeben hat. Sein Vater hat anscheinend einen scheiß Pokémon gehabt. Ja, recht. So. Ja, komm ran. Halt die Fresse und kämpft mich. Da bin ich ein bisschen angefressen. Ein Skuntank. Beide frei. Was war das? Haben wir Verteidigung oder Initiative? Verteidigung sind stark. Naja. Da sollte nicht wirklich viel schief gehen. Noch nicht. So, Kampf geschafft. Und Level 14. Noch ein Level und wir lernen Konfusion auf Psyana.
Jetzt werde ich aber einmal kurz ein bisschen mit Schenken bei Psy, mit einem Tank arbeiten. So, und hier haben wir ein neues Gebiet, ein neues Item. Dann machen wir. Und jetzt neuer Versuch für ein Pokémon. Ein Husky-Rohr. Ich glaube, das ist das erste Vieh, wo ich sagen würde, es ist mir scheißegal, ob ich es fange oder nicht. So toll finde ich Schlappohr jetzt nicht wirklich. Wir versuchen es einfach mal. Bär als Backup haben ist nicht schlecht. Ach, jetzt bleibt doch drin. Naja. Ich glaube, Schlappohr kann aber auch mal relativ gute Attacken in der Vitonkick und so. Ja. Ich weiß auch schon, wie ich das nenne. Ich finde es einfach nur. Ja. Husky-Rohr, Hase. Seine Ohren sind immer aufgerollt. Mit ihnen kann er selbst große Felsbrocken zertrümmern. Ja. Ganz, ganz kreativ. Hasi. Ich will auf. Nein, du sollst nicht im Friedhof gelagert werden. Bist du doof? Dann muss ich gleich daran denken, dass ich Husky-Rohr aus dem Friedhof nehme. Ist das hier jetzt ein neues. Nee, das ist kein neues Gebiet, ne? Nee, das ist auch Route 204. Seine Route. Flamara. Feuerfänger, dann nehme ich mal kurz Mr. Krabs. Einfach wegen dem Typbonus, also den Typvorteil, auch wenn es ein Blubber ist, aber ich glaube, das hätte ich mir sparen können. Ich bin mir nicht wirklich sicher, aber ich glaube, das hätte ich mir nicht sparen können. Mal kurz kratzen. Ja. Das hätte ich mir so etwas von sparen können. Hm. Ja, komm, Blaze-Neck, Steinwurfende. Gibt es für den KW ein bisschen weniger Erfahrung. Ich gehe wieder zurück. Ein KP? Jo. So, ich will echt hoffen, dass das Gewitter zügig vonstatten geht. Bisaknus. Da, das gerade wieder. So, Regen. Gut. Da machen wir mal kurz das Bisaknus weg. Das will ich jetzt gerne mal mit Sunlight alleine besiegen. Weil dann sollte es genug Erfahrung kriegen für Konfusion. Ist das eigentlich normal, dass wie gesagt, das so stark grün ist? Nee, das ist normal. Komm, nein, nicht besser Krabs. Ich habe jetzt keinen Bock, ein Risiko einzugehen. Ja, perfekt. Besser kann es ja jetzt nicht laufen. Blut und Schuss. Ja gut, ist ein bisschen schneller. Blut und Schuss. Wurde besiegt. Ja, kein Level up.
Und wir bekommen wieder 700 Gold. Dieser Glücksrauch ist echt super. Ein Schwerschweif. Was hat das denn jetzt? Ja, jetzt halte ich nochmal Sunlight. Senkt die Geschwindigkeit des Trägers. Auch das war so ein Item für Schleuder. Ja, jetzt wollte ich mir hier die TM-Klammer. Also wenn wir Geldprobleme haben, wir können ein paar TMs verkaufen. Und was hätten wir hier noch fangen können? Leck mich, Spiel. Leck mich einfach nur noch. Waren hier noch Items auf dem Boden? Also wir sind jetzt auf jeden Fall in Florian gekommen. Nein, mit Stadt. Ich werde jetzt aber auch hier die Folge dann, glaube ich, beenden. Ja. Ich werde dann in der nächsten Folge werde ich auch runtergehen und da ein bisschen die beiden Trainer, also die drei Trainer offiziell besiegen. Was ich aber mal ganz schnell mache, ist einmal Hasi aus dem Friedhof wiederbeleben. So schlimm ist es mit dir jetzt noch nicht. Was kannst denn du eigentlich? Tollpatsch kann keine getragenen Items finden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Platscher von deinem dicker Gesichte. Also fies scheiße, wo nur scheiße sein kann, ne? Aber gut, was ich mal nachgucken wollte. Oh, 1400. Also können wir uns zwei Supertränke hier holen. Gut. Das war's auf jeden Fall erst einmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.